Auf einem Hof in Bielefeld-Deppendorf betreibt Angela Vogt tiergestützte Heilpädagogik mit Lamas und Alpakas. Vika auch. Vika, komm her. Darauf gekommen bin ich, weil mein Mann in Australien war und hat einen Freund besucht. Und sein Vater hatte da eine Farm, eine kleine, mit 100 Alpakas. Und er hat das Bein gebrochen. Mein Mann hat bei der Versorgung mitgeholfen, kam nach Hause und war ganz fasziniert von den Tieren. Daraufhin hat sich ein Geschäft entwickelt, und zwar, dass Tiere aus Australien hier zu meinem Mann kommen, hier rüber, zum Weiterzüchten, zum Verkauf, für Wollverarbeitung und so weiter. Und weil ich von meinem Grundberuf her Heilpädagogin bin, haben wir recherchiert, was gibt es für Möglichkeiten, wie kann ich mich damit einbringen. Wie können Lamas psychisch beeinträchtigten Menschen helfen? Die sind insbesondere geeignet für Kinder oder auch Erwachsene, die Nähe-Distanz-Problematik haben, sehr unruhige Kinder mit ADHS-Beeinträchtigung, unkonzentriert sind, Aufmerksamkeitsdefizite haben, sowas eben in der Art. Die Tiere haben halt besondere Eigenschaften, die sind sehr intelligent, sie sind sozial, freundlich, sehr neugierig, aber distanziert. Und das macht es aus. Also man kann die Tiere nicht einfach berühren, und es sind keine Reittiere, sondern es geht in erster Linie um den Kontakt mit den Tieren, den sich auch zu erarbeiten, und die Tiere zeigen die Grenzen auf. Im Zuge ihrer Arbeit hat sie verschiedene Menschen therapiert. Ein Fall ist ihr besonders im Gedächtnis geblieben. Es geht um ein Mädchen. Das Mädchen war sehr distanzlos, geht auf alles zu, würde mit jedem mitgehen, mittlerweile nicht mehr. Damals war das noch so. Und die Begegnung mit den Tieren war ausgesprochen interessant, weil sie natürlich erstmal auf diese Tiere zugerannt ist und hat sich dann auch noch gleich das schwierigste Modell ausgesucht, also eine meiner Stuten, die sehr distanziert ist und wo man sich das wirklich erarbeiten muss. Und war dann natürlich erstmal auch traurig und ein bisschen frustriert, hat es immer wieder versucht, aber im Laufe der Zeit verstanden, das Verhalten der Tiere zu deuten, und ist feinfühliger, empathischer geworden und hat sich dem angepasst und hat sich dann wirklich die Beziehung zu dem schwierigsten Tier erarbeitet. Lamas spucken. Ein berechtigtes Vorurteil oder doch ganz harmlos? Meine Tiere haben noch nie jemanden angespuckt, und es gab auch schon Leute, die sich schon ziemlich dumm angestellt haben, und trotzdem spucken die Tiere nicht. Die spucken nur untereinander, um halt Rangordnung klarzustellen und Futterneid. Lamas als Therapie, ein vielversprechender Ansatz.